und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Let's Play Together Ranch Simulator. Wieder mit dabei die Susi. Moin. So, neue Aufnahmesession. Ich sehe gerade, die Scheune müssen wir noch fertig bauen. Na, ich guck Dafür mal nach. Dafür brauchen wir Heu. Genau, du guckst da mal, ich guck mal nach dem Huhn. Ich denke, das ist Holz und nicht Heu, aber gut. Hatte ich gesagt. Gut, ja. Ist vielleicht falsch rübergekommen. Okay, was hältst du davon, wenn wir unterwegs das platt machen oder hier auf dem Weg hin? Weil ich würde das erstmal nicht hier vorne wegnehmen. Das sieht nicht klasse aus. Ja, können wir machen. Ich gucke gerade. Eins von sieben in der Futterkrippe ist noch und 5,5 von sieben im Wasser ist noch. Ich nehme mir mal den Eierkorb und gucke, ob hier irgendwo Eier drin sind. Dann könnten wir die vielleicht dann auch gleich mitnehmen und verkaufen, weil da sind schon ein paar drin. Achso, das habe ich schon gemacht. Nö, also frische Eier nicht, dann hatte ich die schon mal gesammelt. So, aufs Auto damit. Wie sieht das mit dem Sprit und so aus? Wir haben hier noch, der ist noch voll, der. Hier lang, sag mal. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Okay. Da haben wir nochmal Beton, 20 von 50. Der Kanister ist voll. Gut, brauchen wir uns also da nicht drum kümmern. So, liegt was auf der Straße? Nein, wir könnten quasi... Wo bist du denn? Ich bin hier unten an der Bushaltestelle. Ich fälle hier gerade Bäume. An der Bushaltestelle. Okay. Dann fahre ich mal eben schnell und bringe die Eier weg. Okay. Aber ich werde jetzt hier nicht mit jedem einzelnen Stamm nach oben flitzen. Also das mache ich. Nein, ich komme ja gleich wieder. Ja. Nein, ich dachte mir sinnvollerweise. Das ist der Burgerladen hier. Wo ist denn jetzt. Oh. Ja, wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ach ja, geradeaus weiter, okay. Ich dachte mir, ich bringe das kurz weg und gucke mal, weil ich nicht mehr weiß, wie viel Geld wir noch hatten. Aber ich glaube, das war nicht mehr viel, ne? Nein. Denn wir brauchen ja... Ups, das da! Okay. Wie war das mit Taste R? Können wir es wieder aufstellen, ne? Was auch immer du jetzt gemacht hast, keine Ahnung. Ja, ich habe das Auto auf die Seite gelegt, wie immer. Achso, natürlich. Man, gut, dass die Eier nicht rausfliegen. Ja, das ist manchmal so gut, dass da nichts passiert. So. So, mal gucken. Ich glaube, die Eier bringen nicht so viel bei einem Huhn. Verkaufen. Ups, wo ist die Maus da? Naja. Siebenmal Eier, jedes Ei bringt 6 Dollar. Oh, das sind okay. 42, immerhin. Auf jeden Fall. So, was haben wir? 82 haben wir, also das bringt noch nicht wirklich viel. Was, 82? Das ist aber ganz wenig. Was ja. Haben wir mit der Kohle gemacht? Sag. Wir hatten Eisenplatten geholt. Na, du hast Eisenplatten geholt, ich hätte sie nicht geholt. alles gut. Das ist nur Spaß. Ja. So verscheuern wir hier keine Stämmchen, sondern werden tatsächlich erstmal gucken, dass wir klarkommen hier. Wir brauchen tatsächlich Kohle. Müssen wir mal gucken, was wir machen. Flop, wann gibt es eigentlich die Pferde? Weißt du das schon? Ich glaube, wenn wir einen Stall gebaut haben. Okay. Da wollte ich doch sagen. Versteck dich nicht, ich finde dich. Och nee, die Knarre ist nicht geladen. Der Hirsch stand direkt vor mir. Oh, jetzt kann ich angeben. Jetzt gucke ich noch auf meine... Meine ist auch nicht geladen, aber jetzt weiß ich Bescheid. Das ist, wenn das Spiel neu geladen ist, denke ich mal. Aber jetzt kann ich angeben. Jetzt kann ich sagen, meine ist geladen. Zwei Hirsche und die hauen beide ab. Na klar,
Da hauen sie ab, weil sie wissen, was Sache ist. So. Er stand direkt an der Straße. Ich zieh die Knarre raus. Er bleibt stehen. Ich will drücke ab, er bleibt stehen. Aber war nicht geladen. Na gut, dann lassen wir das jetzt erstmal. Hirsch, hast du Glück gehabt. Ups, ich bin wieder in die falsche Richtung gefahren. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Hirsche gefunden. So, du dummes Vieh. Du dummes Vieh. Ach, und ich wieder die falsche Taste erwischt. Das gibt's doch nicht. Das lässt sich hier aber jetzt bescheiden doof snappen. Also, dicht genug dran. Ja, einen habe ich. Da läuft der zweite. Nee, das laufe ich dann hoch. Wo ist er? Versteckt sich jetzt. Da ist er. Ha, hab sie beide. Super. Immer sonst kommen doch hier auch wieder, eigentlich kommt doch hier auch so eine Hirsche lang. Was ist denn heute los? Aber wir sind noch nicht lange auf dem Server, deswegen wahrscheinlich. Genau. Sonst trollern die doch auch hier lang ohne Ende. So, dann zerlege ich erstmal den hier. Na komm. So. Fleisch liegt auf der Straße. Dann hole ich mir den. Früher hieß es, das Geld liegt auf der Straße. Hm, man muss es nur aufheben, ne? Ja, das ist Fleisch. Fleisch ist Geld. Ja, genau. Ja, das stimmt. Hier kann man ranfahren. Machen wir denn noch was? So, und das jetzt, wo ich sowieso schon einen Baumstamm auf dem Auto, im Auto liegen habe. Ja, passt aber. Na komm. Gut, dann verkaufe ich es vielleicht mal schnell. Auf jeden Fall.
Oh, immerhin 90. Ja, gut. Dann haben wir jetzt 172. Du hast schon wieder 90 Taler Tacken im Bauwagen ausgegeben oder hast du die bekommen? Die habe ich jetzt gerade gekriegt. Das ist schön. So. So, jetzt gebe ich direkt 100 wieder aus. Na, das habe ich mir beinahe gedacht. Also da hast du keinen Profit gemacht. Doch, wir haben jetzt 10 Wir haben 10 Miese. Metallplatten. Wir haben 10 Miese gemacht. Du hast 90 verdient und gibst 100 aus. Ja. So. So. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich glaube hier, ne? Kann das sein? Ja, genau. So, da ich schon einiges im Auto dabei habe, Fährst du durch? fahre ich jetzt direkt erstmal durch, genau. Ich sehe dich. Denk dran, dass du gleich die Straße jetzt rum. Du warst schon zu geladen. Nein, ich bin genau rein. Natürlich. Am Tage siehst du die Straße ja. Ups, nicht gegen Baum. Das werde ich auch noch umnehmen. So. Und denk bitte dran, dass wir den Hühnerstall, der jetzt da unten steht, wo jetzt das eine Huhn drin ist, da nicht mehr drin füttern. Okay, Weil das Huhn kriege ich. wollten wir ja, wir wollten ja nur, dass das Futter komplett aufgebraucht Ja, wird. genau, alles gut. So, ich gehe mal auf die andere Seite, außerhalb von diesem Ländchen hier und mach mal da ein paar Bäume platt, weil. So, Metall 60 von 150 haben wir. Boah, das ist aber eine teure Ja, Angelegenheit. noch 90. So, den Eierkorb, den stelle ich direkt wieder hier an den Stall. Hier. Und den Baumstamm packen wir dahin. Das einschalten. Kurz sägen. Ausschalten. Weiter nehmen. Was ist das? Das sind kleine Bäume. Die lasse ich stehen. Den nehmen wir nicht. Ach, hier ist ja noch einer. Ich denke mal, das dürfte erstmal kurzfristig reichen. Jetzt musst du hier, was ist denn das eigentlich? Keine Ahnung. Musst du mal hier vorne hinkommen. Ich hole die mal alle zur Straße hin, die Bäumchen. Ich bin hier schon am Einladen. Ja, mach das, ist okay, kannst ja. Ich habe ja hier unten noch was gemacht. Ja. Nee, ich bin hier oben erstmal kurz am Einladen. Eins, zwei, drei, vier, fünf nebeneinander, ist in Ordnung.
Schade, dass man nur immer einen Baumstamm strangen kann. Ist schon so ein bisschen realistisch, ne? Naja. Ich weiß nicht, ob ich zwei davon schärfen würde. Ich weiß noch nicht mal, ob ich einen davon schaffen würde. Eine andere Geschichte. Hilft alles nichts, ich muss da drauf. Aufs Auto. Na gut, dass du hier nicht noch zwischendurch essen musst, das wäre ja fatal. Kriege ich noch einen hin? Gut, reicht erstmal. Ein Stapel ist weg. Ich lade mal eben schnell aus. Wenn wir jetzt das nächste Mal Geld einnehmen, sollten wir erstmal wieder von tanken. Weil der ist jetzt noch etwas über halb voll. Gut, wir haben den Kanister noch, aber nicht, dass uns das hier ausgeht. Naja, aber die Kanister brauchen wir tatsächlich für die Holzteile, ne? Dann müssen wir so lange Fleisch eben holen, bis. Ja, nur dafür brauchen wir dann halt Sprit Aber zum Tanken, ne? dann müssen wir das eben so machen, dass wir eventuell das auch wieder wie letztens machen bei den. Wir jagen die Bären, holen die zu dem, dann brauchen wir kein Benzin. Ja. So, erste Stapel Holz ist da. Dann komme ich erstmal zu dir runter. Ja, kannst du machen. Dann sammeln wir das eben ein. Wo genau bist du denn? Jetzt links rum. Hier bin ich. Siehst du mich? Komm hier. Links rum. Fahr einfach links. Ach Ich sehe dich. da auf der Straße. Ja, du stehst genau so, dass du vor dem Baum stehst. Also im Baum im Hintergrund und von daher konnte ich dich nicht sehen. Ich glaube, das wirst du aber zweimal fahren müssen. Kann sein, ja. Lass mal gucken, wie weit die Dinger hier geflogen sind. Okay, das war's.
Wieso kann ich jetzt hier nichts mehr draufpacken? Doch, geht. Nein, mein Gedanke ging eher dahin, dass wir jetzt hier das irgendwie noch alles stapeln, auch auf dem Rückweg, du mit hochkommst und dann schon mal anfängst zu sägen, weil das dauert ja auch eine Weile. Ich wäre jetzt auch hochgelaufen. Ich hätte jetzt auch, ich wäre jetzt ange ich hätte angefangen zu sehen. Ich wäre jetzt hochgegangen. Gut. Während du stapelst, kann ich hochdackeln und das ist kein Problem. Ich will die nur von hier ganz hinten alle weg haben, damit Genau. die hier alle auf einen Haufen liegen. Und dann flitze ich hoch. Beziehungsweise, wenn du eh zweimal fahren musst, kannst du mich einmal mit hochnehmen. Das kommt drauf an, Genau, das war der Plan. wie schnell jemand jetzt, wie schnell du bist. So. So, ich glaube, das war's. Gut, wenn du noch am Nütteln bist, dann laufe ich schon mal hoch. Da geht da noch eine Menge rauf, oder nicht? Nee, ich bin Okay. in der letzten Schicht. Gut. Oder passt hier noch was? Nee, hier geht nichts mehr drauf. Gut. Es Siehst wird du? auch langsam schon wieder dunkel. Ja, ich weiß. Aber das ist nun mal, was wir brauchen. Wir brauchen Holz. Ungesichert, die Ladung. Ungesichert. Oh Gott, oh Gott, Ja, die Sicherung sieht man hier in dem Spiel nur nicht. Gott. So, okay. Natürlich haben wir auf korrekte Ladungssicherung geachtet. Da bin ich ja zufrieden. Da bin ich ja zufrieden. Ups, da war eine Kante. Was war das jetzt? Da war eine Kante, an der bin ich hängen geblieben. Sehe nichts. Sehe nichts. Mit L kannst du Licht anmachen. Na, komm ich da raus? Ja. Ah, brauchst gar nicht mehr loszufahren, ist schon. Ja, ich muss hier irgendwie rauskommen. Gut, dann mache ich bei dem das Licht aus, steige einmal aus und gucke mal eben nach, ob unser Huhn mittlerweile Eier gelegt hat.
Eins. Ja, ein Ei. Gut, dann kann der Korb nämlich schon mal hier rüber zu dem Stall. Dann mache ich hier mal auf. Ach, wir haben hier ja noch kein Futter, weil wir ja noch kein Geld haben. 200 brauchen wir dafür. Nicht genug Geld, ja, alles klar. Jetzt habe ich die dusselige Säge eingepackt. Ich werde hier blass, sage ich dir. Das ist ja unglaublich. So was So, wenn Dusseliges. ich das richtig sehe, hier dürfte jetzt kein Futter mehr drin sein. Genau, das ist 0 von 7. Gut, dann werde ich mal Ach, eben das ist kurz das hier. Wasser Okay. nehmen. Einschalten. Das Wasser nehmen. Den Stall auffüllen hier. Genau, das ist voll. Dann das dahin. Dann hole ich einen Futtersack, schmeiß den da rein. Das reicht dann erstmal wieder für 7 Tage, weil wir ja nur einen Huhn haben. Genau, 7 von 7 beides. So, unser einsames Hühnchen. Komm, jetzt kommst du in den neuen Stall. Zu. Gut. Und das Ding, nein, da wollte ich ja gar nicht hin, da wollte ich hin. So, das Ding abreißen. Okay. Der Stall ist weg. Feierabend. Bett gehen. Es ist kurz vor 0 Uhr. Wie viel brauchst du noch? Weil guck mal auf die Uhr. Ich sagte doch, es ist kurz vor 0 Uhr. Viel. Lass uns das morgen weitermachen. Eben. So meinte ich das. Ui. Wieder ein Teil fertig. Jetzt hänge ich die restlichen, die ich in der Hand habe, hier noch rein und gut ist gewesen. Feierabend. Okay.
Hattest du mich eben nicht gehört? Du bist stumm geschaltet, ja? Ich bin stumm geschaltet. Oh ja, bin ich. Ja, trotz alledem, schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.